geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ein neuer Stream steht an. Diesmal Retro-Stream, 70er, 80er, 90er. Wie geil Wetzen, DJ Lias, DJ Scholle Schorsch. Wieder richtig Bock. Und wir sind gerade am Aufbauen. Es ist, was ist heute? Dienstag ist heute. Und wie ihr sehen könnt, wir sind gerade am Aufbauen. Wir haben diesmal als Hauptcam eine zweite GoPro. Ich sag mal, unsere Hauptkamera vom letzten Mal, das war eine EOS 1200D. Die war auch nicht schlecht, aber so werden wir, denke ich, nochmal sehr viel mehr Qualität rausholen können. Wir haben dann zwei GoPros, einmal eine Hauptcam, einmal dann wieder die Cam für die Decks. Und ich bin mal gespannt. Vielleicht nehmen wir auch noch eine dritte Cam dazu, die alte Cam, aber ich denke ja nicht, weil so haben wir wirklich einen hohen Qualitätsstandard. Und ja, Freunde, wie ihr seht, wir sind direkt wieder am Start dabei. Wie gesagt, Qualität wird diesmal noch geiler. Hier wieder die GoPro für den Controller und hier die neue GoPro. Die Qualität wird richtig Bombe, ihr könnt schon hier sehen. Ja, ihr seht hier schon mal die Qualität. Ich hoffe, man kann es erkennen. Also die wird auf jeden Fall viel besser als letztes Mal noch. Viel, viel besser. Und ja, da habe ich schon richtig Bock drauf. Wie gesagt, 70er, 80er, 90er, Retro-Stream, auf entspannt. Ja, wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. So geil, wirklich. Es gibt so viele geile 80er, 90er, 70er Lieder. Ich finde das so geil, wirklich einfach. Ich bin da voll dafür. Ich bin da wirklich breit aufgefächert, was Musik, Wünsche, alles angeht. Für irgendeine Hochzeit und alles. Und als ich 80er, 70er, September, ich glaube sogar 70er, ich weiß gar nicht. 70er, 80er, 90er, ist einfach geil. Hätte ich gern miterlebt, die Jahrzehnten in der Diskothek damals und so. Geil. Boah, ist das nicht einfach ein wunderbares Pult? Ich meine, schaut es euch mal an. Es ist wirklich einfach genauso, wie man sich so ein DJ-Pult vorstellt. Einfach wunderbar. Das DJ SX von Pioneer. Einfach eine Pracht. Shoutouts gehen raus an Chris. Das Pult ist einfach so wunderhübsch. So, hi. Ja, herzlich willkommen zu Elias Vlog. Ich habe mal die Kamera mal ganz schnell geschnappt und wir sind jetzt gerade bei ihm im Keller. Er macht dann ein bisschen Lichtprogramm etc. Ja, 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 ja. Ich nicht, weil ich habe da ehrlich gesagt keine Lust drauf. Ist ja aber auch nicht schlimm. Hauptsache sieht gut aus zum Schluss. Ich bin noch nicht so erprobt mit dem Kameraheber wie in Amerika. Ist ja aber scheiße. Das wird eh rausgeschnitten alles. Ich bin eh nicht drauf am Schluss. Auf jeden Fall, oder wie der Elias sagt, wird auf jeden Fall wird es heute Abend richtig geil. Wir machen richtig Party. 80er, 90er, 70er, Eurodance, alles mit am Start. Wie ihr wisst, sind wir für jeden Spaß zu haben. Wir programmieren noch ein bisschen, machen noch ein bisschen was, essen noch was, trinken vielleicht noch was und dann geht's auch in einer Stunde schon los, Freunde. So, Freunde, noch eine halbe Stunde bis zum Stream. Wir sind ready. Ich zeige euch hier. Wir haben hier wieder alles aufgebaut. Moin. Hier den Fernseher, wo wir dann schauen können. Das Setup wie beim ersten Stream, diesmal aber mit zwei Heads noch von Ruben. Und genau, wir sind soweit ready. Wir haben Bock. Let's go. Hallo, wir sind gerade live. Da ist DJ Elias. Wir sind gerade live auf Twitch. Twitch. So, hallo, herzlich willkommen. Jetzt aber hier im Livestream. Wie geil Wetzen. Retro Livestream Party. Ich entschuldige mich, dass wir ein bisschen später online gekommen sind. Wir hatten noch kleine technische Probleme, aber jetzt sollte alles reibungslos ablaufen. Ich begrüße alle herzlich zum heutigen Livestream. Wir legen richtig los, 20 Uhr bis 22.15 Uhr mit meiner Wenigkeit DJ Elias. Danach DJ Duo zusammen mit mir und DJ Scholle Schorsch. Und ab 23.30 Uhr, genau, DJ Scholle Schorsch, Eurodance und 90s Techno. Ole ole, 90s Techno, ihr habt's gehört, das Nils an der Technik. Hallo. Ich bock einfach 70er, 80er, 90er.
meine Freunde. Jetzt geht's hier weiter. Pause. Elias ist am Umbauen. Wie gesagt, mit der Filmerei kann ich noch nicht so gut. Ich bin neu in diesem Geschäft. Mal schauen, wie es so weitergeht, ne, Freunde? In diesem Sinne. So, Freunde, wir sind ja mittendrin im DJ-Duo. DJ Elias, DJ Elias, DJ Elias, DJ Elias, DJ Elias, DJ geplant, richtig gut. Macht richtig Spaß. Paulok! Paulok! Gepflegten Unterhaltung. Ja, der Livestream ist mal wieder zu Ende. Wir haben aber bereits, sind heute Dienstag. Ja, heute ist Dienstag. Und ja, gutes Ding ist, ich denke, wir machen noch weiter Livestreams. Nächste Woche dann, oder diese Woche jetzt, in meinem Fall, 2000er Party. Dann ist die Retro Party, 70er, 80er, 90er. Und jetzt denke ich, dass wir weitermachen mit 2000er. Oder ich denke nicht, sondern wir machen weiter mit 2000er. Aber ich sag mal so, wir bleiben jetzt auch hier bei mir im Keller, weil alles immer umzudeponieren ist auch kacke. War cool dann beim Karneval. Bei Ruben war das ganz cool mit der Bar, mit der Holzoptik von der Hütte, von dem Dach. Aber jetzt immer alles umzudeponieren wäre wirklich einfach nur unnötig und zeitaufwendig. Und deswegen, also ich denke, ob ich die 2000er Party noch mitvloggen werde, ist, denke ich, unwahrscheinlicher, weil, wie gesagt, viel wird sich nicht mehr ändern, an der Kulisse schon mal gar nichts mehr und ja gut, während des Streams. Aber dafür gibt es andere Videos, die euch bald erwarten werden, die richtig geil werden. Und zwar, ihr seht zum einen, Achtung, diese Moving jetzt hier von Ruben. Und ich weiß nicht, ob es einige wissen oder sehen, aber das sind auf jeden Fall keine Marken-Moving-Heads. Ja? Das sind sogar Moving-Heads von Wish. Ja, hat richtig gehört, das sind Moving-Heads von Wish. Aber ich sage euch eigentlich, die Dinger sind einfach richtig geil. Also sind wirklich richtig gut. Die haben 70, 80 Euro gekostet pro Stück. Und er hat 4 Stück davon, 2 hängen jetzt bei mir. Und die sind wirklich richtig gut. Und da werde ich auch wirklich mal, also für das Geld vor allem sind die richtig gut. Und da werde ich auch noch ein Review drüber machen. Und ich persönlich würde mir eigentlich nie Wish-Produkte kaufen. Aber wirklich, also die Dinger sind wirklich richtig geil. Und ja, wie gesagt, wird es eine Review dazu geben, würde ich mal sagen, meine Freunde. Habe ich auch Bock drauf, wirklich. Also ich habe schon ein Video mal gesehen auf YouTube von einem Lixada Moving Head, aber das ist ja noch, wird auf Amazon vertrieben. Das ist ja noch eine, gut, keine wirklich gute Marke oder bekannte Marke, aber es ist auf jeden Fall kein Wish, sage ich mal. Ne? Kein, okay, China-Scheiße, ist trotzdem aber kein Wish. Wish ist nochmal eine andere Nummer, eine andere Hausnummer. Aber ja, gibt es ein Review dazu. Und bald werden wir einen riesen Anlagenaufbau machen in einer Halle von einem Kollegen. Ein anderer DJ-Kollege von mir, DJ Chris Bass, also Christian. Ja, da werden wir einen riesen Anlagenaufbau machen. Der hat 2 Doppel-18er und okay, wie die also auch von Lux, wie meine Anlage, aber ich weiß gerade nicht, wie die Lautsprecher, die Hochtöne heißen. Aber wirklich eine Anlage im Wert von, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr so, ich glaube 5.000, 6.000 Euro, keine Ahnung. Aber wirklich eine Anlage, wie sie eigentlich im Club steht, die bauen wir auf. Plus wir bauen meine Anlage auf und wir holen noch 2 Doppel-18 dazu, Chris seine Anlage dazu. Da wird es ein Aufbauvideo geben mit Zeitraffer, da wird es einen Soundtest geben und auch allgemein ein bisschen erklären und so. Also wird wirklich richtig geil, da freue ich mich richtig drauf.
Aber wie gesagt, ich glaube noch ein Vlog jetzt hier. Wie gesagt, es bleibt alles beim Alten, also wird sich glaube ich nicht lohnen. Von daher, ja, würde ich erstmal sagen, wir verschieben das mit den Vlogs, wenn die ersten privaten Dinge wieder gehen. Und hoffentlich auch bald wieder die Clubs. Bitte, ich hätte so Bock, wirklich. Aber naja, wir machen das Beste draus. Ich bin ja auch gerade auf TikTok aktiv, kann ich euch mal den Link, den muss ich jetzt generell mal in die Beschreibung zukünftig packen. Da teste ich mich gerade ein bisschen kreativ aus, aber auch auf DJ-Ebene, also alles so gemixt. Also es gibt ja viele, die machen so Liedvorstellungen auf TikTok von den DJs, wo ich kenne, aber ich möchte so ein bisschen auch Comedy machen und es ist manchmal schwierig, sich da was auszudenken, aber ich habe schon ein, zwei gute Ideen, habe ich auch schon umgesetzt und ja, möchte ich weiter dran arbeiten. Bei TikTok finde ich halt einfach saugeil, das kommt auch einfach gut an und man kann viele fremde Menschen erreichen. Also mein Bestes hat bis jetzt 2000 Aufrufe und ich habe gerade mal 90 Follower. Also wirklich muss man sagen, man kann schnell viele Leute erreichen. Das finde ich so irgendwie cool bei TikTok. Es ist wirklich ein unterschätztes Medium. Manchmal ist der Autofokus echt broke, ne? Naja, gut, auf jeden Fall würde ich sagen, war es mit dem Video, Freunde. Danke fürs Anschalten. Wenn ihr Teil dieser DJ-Community sein wollt, dann abonniert bitte den Kanal und liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und tschüss.